Bayern steht für Tradition, Kultur, Brauchtum und Handwerk. Und damit sind auch Almen, Landwirtschaft und Käsereien eng verwoben. Die Liebe zu Natur und Heimat, aber vor allem die Verbundenheit mit den Tieren, wird gefeiert und zelebriert. Der traditionelle Almabtrieb ist nicht weniger als ein großer Dank an das Vieh. Seine Milch beflügelt die Käsereien zu besonderer Kreativität, die sich am Ende in der Vielzahl an Käsesorten und Herstellungsformen widerspiegelt. Käse ist mehr als nur ein Nahrungsmittel. Es ist gelebte Kultur. Das gemeinsame Abendbrot mit der Familie, die Jause mit Freunden, vermittelt heute wie vor 100 Jahren Wohlbefinden. Käse ist ein Lebensgefühl. Von der Alm bis zum Brotzeitbrett. Unsere Käsetour durch Bayern startet im Oberland, genauer gesagt am Tegernsee, einer der beliebtesten Ferienregionen im Freistaat und kulinarischer Hotspot. Im Tegernseer Tal sind Landwirtschaft und Milchkultur tief in der Gesellschaft verwurzelt. Man pflegt die Tradition der Weidehaltung und produziert hierdurch die wertvolle Heumilch. So auch am Hof von Sophie Obermüller, die ihre Kühe zweimal am Tag in den Stall führt und mit Leidenschaft melkt. Kühe geben im Schnitt so 20, 25 Liter, sind also keine Hochleistungskühe. Und das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Konzepts der Naturkäserei, dass man einfach nicht auf Leistung, sondern auf die Milchqualität geht. Ihre Kühe gehören zur Familie. Entsprechend ist der Umgang mit den Tieren, deren Wohl an erster Stelle steht. Wie bei den Menschen auch, hat jede ihr Temperament. Außerdem sind das Damen, also die einen sind ruhiger, die anderen sind ein bisschen lebendiger, frecher, frischer. Die Wertschätzung des Tiers spiegelt sich auch im Produkt wider. Ganz wichtig ist bei uns die Rohmilchqualität. Sauberkeit im Stall bei der Melktechnik ist ganz entscheidend. Eine niedrige Keimzahl, wenn man Rohmilch verarbeiten möchte. Und ganz wichtig ist auch die Altersgesundheit der Tiere. Nicht nur die Haltung, auch das Futter ist ein maßgeblicher Faktor für gute Milchqualität. Im Gegensatz zu Massenbetrieben fressen diese Prachtexemplare nur frisches Gras oder Heu. Die schauen nicht umsonst so gut aus. Jetzt gibt es einen Schönheitsschlaf. So, dann machen wir die Fenster zu für heute. Gute Nacht. Und am nächsten Morgen stehen die Damen wieder in voller Schönheit auf der Weide. Während ihre Milch vom Vorabend bereits in der Naturkäserei in Kreuth verarbeitet wird. Die Leidenschaft für Käse setzt sich bei der handwerklichen Herstellung fort. Die Genossenschaft am Tegernsee verfolgt zudem ökologische Ziele. Und das beginnt bereits bei der Anlieferung des weißen Goldes, dessen Verarbeitung man durch ein Schaufenster beobachten kann. Wir sind sehr, sehr stolz drauf, weil wir praktisch einen sehr, sehr kurzen Anlieferungsweg haben. Also unser weitest entferntester Landwirt ist nicht mal 15 Kilometer entfernt. Es sind lauter Landwirtsfamilien im Tegernseer Tal und wir kriegen jeden Tag frische Heumilch. Der Schlüssel zu einem hervorragenden Käse sind das Lab sowie die Kulturen. Das Lab wird hierbei natürlich aus den Mägen der Kälber gewonnen und nicht von industriellen Laboren bezogen. Die Enzyme im Lab sorgen dafür, dass sich die Milch in eine Gallerte verwandelt. Also jetzt wurde praktisch mit der Harfe die Gallerte geschnitten. Wie man gesehen hat, man fängt da langsam an, dass man nichts zerstört und steigert dann die Geschwindigkeit. Und je nachdem, in welcher Größe dass man auch das Bruchkorn schneidet, dementsprechend bestimmt man dadurch auch die Käsesorte. Also je größer das Korn, desto weicher der Käse und je kleiner das Korn, desto fester der Käse. Also so wie das jetzt, das wäre ein halbfester Schnittkäse
Und beim Bergkäse, da würde man wirklich sehr, viel, viel kleiner schneiden. Hat der Bruch die gewünschte Konsistenz erhalten, wird er in die Formen gepumpt. Die hochwertige Molke wird herausgepresst und für weitere Molkereiprodukte, aber auch für Tierfutter weiterverarbeitet. Hier sieht man jetzt praktisch, wie das Bruchkorn auf die Formen verteilt wird. Und dass das Bruchkorn so entsteht, von der Zeit her ist es ungefähr so zum Sagen, der letzte Landwirt hat ungefähr so um 5 Uhr, 6 Uhr die letzte Milch in seinen Tank gemolken. Und von daher bis zum jetzigen Abfüllen, jetzt ist es ungefähr 10.30 Uhr, dann können wir sagen, so zwischen 5, 6 Stunden vom Milchtank bis zum Bruchkorn. Und man gibt dem Käse viel, sehr viel Zeit, seinen Geschmack bestmöglich zu entfalten. Und das spürt man mit allen Sinnen im Reifekeller, der Schatzkammer der Naturkäserei. Täglich werden die Laibe mit Salz von Hand eingerieben. Das trägt zum einen zur Geschmacksintensität bei, aber auch zum Aufbau einer schützenden Rinde. Geschmack natürlich verpackt. Während der Käse unten einmassiert wird, kommen die frischen Leiber oben nach rund einer Stunde aus der Form. Die Rundlinge werden zunächst datiert, die Ränder abgeschnitten und zum Baden in eine Salzlauge getaucht. Jeder Schritt erfolgt aus alter Tradition noch per Hand. Über die Jahrhunderte hat sich am Ablauf kaum etwas verändert. In dem Fall handelt es sich jetzt um einen Bergkäse. Der ist jetzt für knapp ein bisschen über 50 Stunden dann bei uns hier im Salzbad. Und das Salzbad dient natürlich A, dass der Käse praktisch fester wird und natürlich, dass ein Austausch stattfindet. Und in dem Sinne, die Molke geht raus, das Salz geht rein, ist natürlich Geschmacksbilder. Nach dem Bad entspannt der Bergkäse je nach Reifegrad zwischen 4 Monaten und einem Jahr im Reifekeller bei rund 12 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Dann ist der Tag gekommen, an dem er wieder das Licht erblickt und am besten mitten in der Natur aufgeschnitten und serviert wird. Ja, das Schöne ist, dass man bei uns die Natur nicht nur sieht und spürt, sondern man kann schmecken. Für Käsen sozusagen nach dem Reinheitsgebot. Ausschließlich Milch, Lab und Salz sind die Komponenten für unseren mittlerweile ausgezeichneten Spitzenkäse. Dem nicht genug, die Identität mit der Region wird in die Vielfalt der Sorten und deren Namen projiziert. Das ist der Hirschberger. Bei uns haben auch die Käse eine Identität, benannt nach den umliegenden Bergnamen. Der Hirschberger ist ein halbfester Schnittkäse, mehrfach ausgezeichnet auf der Käseolympiade, auf der World Cheese Award. Und das Besondere an unserem Käse ist, dass man die Rinde überall mitessen darf. Es wird also nur mit Salzwasser geschmiert. Die Käserinde ist sogar auch ein Geschmacksträger von einem guten Käse. Milch aus dem Tegernseer Tal heißt Liebe zur Natur, gelebte Tradition, Pflege des Handwerks, Mut zur Innovation und am Ende Käse aus Leidenschaft. Wir bleiben in Oberbayern und folgen dem Ruf aus Pfaffing, wo ein echtes bayerisches Original hergestellt wird. Unweit von Wasserburg liegt dieses kulinarische Kleinod. Hier produziert man das, was man in Bayern natürlich am besten kann. Obatzter. Bereits in den frühen Morgenstunden liefern die Milchwägen das weiße Gold, um die Basis für einen echten Obatzten herzustellen, den Camembert. Ist die Käsemasse gebrochen, wird sie in kleine Formen gepresst, wodurch die Molke abläuft und der für den Camembert typische Reifeprozess beginnt. Nach rund einer Woche ist es dann soweit und Käser Thomas Hundschell überzeugt sich vom Ergebnis. Hier haben wir jetzt unseren Camembert, den wir selber herstellen aus regionaler Milch. Wir verwenden Edelschimmel. Man sieht hier unseren schön weiß geschimmelten Camembert. Und der Camembert ist Grundvoraussetzung für die Herstellung von Obatzter.
Wichtig ist beim Camembert der richtige Reifegrad, damit er auch bestmöglich sein Aroma entfalten kann. Wir stellen den Käse ungefähr eine Woche in den Reiferaum unter Top-Bedingungen. Und dann haben wir hier einen wirklich sehr schön gereiften Käse, der in der Mitte eine schöne Bruchlochung aufweist. Der Käseteig ist hervorragend. Er riecht champignonartig. Und das ist die Grundvoraussetzung für unseren Oberster. Nach dem Reifevorgang werden die runden Käseleiber weiterverarbeitet. Und dabei erfahren wir, was alles in einem echten, original bayerischen Obersten steckt, damit er im Biergarten oder zu Hause auch richtig schmeckt. Jetzt wird er Oberst, wie man in Bayern sagt. Daher hat der Käse auch seinen Namen. So, wir sind jetzt hier im Mischbereich. Wir haben unseren Camembert dabei und hier kommen alle Zutaten dazu. Frischkäse, Gewürze, Butter und unser frisch hergestellter Rahm. Am Ende entsteht ein herzhaftes Käsegemisch, ein schmackhafter Batz. Den Vorgang nennt man Obatzen, wodurch sich der Kreis zum Namen wieder schließt. So. Jetzt ist alles drin und jetzt geht's zum Obatzen. Früher haben das die Bäuerinnen oder Hausfrauen mit der Gabel zusammengebatzt. Heute stellt man den großen Behälter auf den Kopf, rüttelt und schüttelt einmal kräftig durch. Fertig ist Bayerns Biergartenklassiker. Bevor es sich der Oberst, der aber auf Brezen und Brot gemütlich macht, wird er noch labortechnisch sowie sensorisch untersucht. Eigentlich ein Traumjob. Die Dame darf jeden Tag Obersten probieren. Genauso wie ein Oberst schmecken soll. Ein bayerischer Oberst, cremig, kräftig und schön käsig. Geschmacksprüfung bestanden. Jetzt wird noch der pH-Wert gemessen. pH-Wert ist in Ordnung, Temperatur passt da, das heißt, wir sind jetzt fertig für die Abfüllung. Jetzt ist es endlich soweit. Hier macht sich ein Stück bayerische Kulturgeschichte auf den Weg und landet dabei in den Haushalten, aber auch in Gasthäusern wie dem Pfaffinger Hof. Aber die Ideen von Wirtin Luise Bichler und ihrem Chefkoch gehen noch weit, sehr weit über das Brotzeitbrettel hinaus. Der Oberst erlebt jetzt unweit der Kirche eine kulinarische Segnung und Sternstunde. Halleluja! So, und so schaut jetzt eine typisch bayerische Brotzeit aus. Aber wir in Pfaffing haben uns gedacht, den Obersten auf dem Brotzeitbrettel, so kennt ihn jeder. Und deswegen haben wir uns was Besonderes einfallen lassen. Wir machen jetzt ein bayerisch Cordon Bleu, das ist gefüllt mit einem Obersten. Und ein bisschen was für unsere Vegetarier. Kaspressknödel ist natürlich auch der Oberste drin, auf ein Gemüse und eine schöne Schaumsauce dazu. Nein, es ist nicht fürstlich, es ist wahrhaft göttlich, was hier am Herd vollbracht wird. Die Sinne werden mit Reizen überflutet. Es ist eine Kochoper, die hier filigran in Szene gesetzt wird und unser Oberster einen Pavarotti mühelos ersetzt. Alles unter der sensiblen Regie von Patrick Morsack. Das perfekte Schnitzel wird durch Mehl, Ei und Semmelbrösel gezogen. Und darauf ist zu achten, dass die Panade ganz locker anliegt und auf keinen Fall zu fest gedrückt wird. Weil sonst erhält man ein sehr steifes Mundgefühl, was nicht sehr vorteilhaft ist. Sprach's und befeuert den nächsten Akt. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist es am besten, dass das Schnitzel in schwimmendem Fett gebacken wird. Dazu eignet sich am besten Butterschmalz oder normales Raps- und Sonnenblumenöl. Und es sollte nicht zu heiß und auch nicht zu kalt sein. Wenn man außen erkennt, dass die Blasen nach oben steigen und sich eine leichte Bräunung einstellt, dann ist es eigentlich am besten. Es sind diese Augenblicke im Leben, die man für immer festhalten und nicht mehr loslassen möchte. Momente, die zur beständigen Erinnerung werden und tief verwurzelt sind. Es sind diese Bilder, die unvergänglich sind, Gourmetgeschichte schreiben und zur Pilgerstätte werden.
Eine weitere Spezialität sind hausgemachte Kaspressknödel. Früher eine traditionell rustikale Spezialität, heute sehr elegant und ganz saisonal gekocht. Diesmal mit Obersten drin. Wir machen eine leichte Bärlauchsoße dazu und ein saisonal frisches Gemüse. Warum die Götter sich nicht mehr in Frankreich erlaben, sondern in Pfaffing leben, ist mit diesem Prolog nun belegt. Es bedarf keiner großen Worte. Es genügt ein kleiner Oberster, etwas Kreativität und viel Liebe zum Kochen, um auch im Himmel auf den Geschmack zu kommen. Hosianna. Von Pfaffing geht es in die Bilderbuchregion Pfaffenwinkel, zwischen Füssen und Garmisch gelegen. Unser Ziel ist die Schönegger Alm bei Rottenbuch. Hier wurde und wird Geschichte geschrieben, vor allem durch Sepp Krönauer, der hier oben neben seinem Elternhaus seinen ersten Käseladen eröffnete und in den folgenden Jahren mit seiner Familie die Käselandschaft durchaus bereichert hat. Bis heute ist er dabei seiner Philosophie treu geblieben. Wir haben ja da vor 33 Jahren, habe ich alleine angefangen in der Schönegger Käsealm. Da wurde mir noch viele belächelt, weil ich auf Heumilch gesetzt habe. Heumilch ist die ursprünglichste Form der Milchwirtschaft. Es gibt nur noch 3% in der EU. Und mittlerweile ist ja das eingetragen in Europa als Siegel GTS, garantierte traditionelle Spezialität. Inzwischen hat sich die Schönegger Alm zu einem echten Besuchermagnet entwickelt, in deren Mittelpunkt nicht nur die Käseherstellung, sondern auch die Tiere stehen. Vorwiegend gibt es natürlich hier in der Region die Braunviehkühe und Fleckvieh. Aber was uns auch wichtig war, warum wir hier auf der Alm die Murnauer Werdenfelser haben, weil das eine aussterbende Viehrasse ist. Und hier ist da gleich die Ammer, über der Ammer. Die Grenze ist der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, kommt auch Murnau. Die Murnauer Werdenfelser Tierrasse ist für uns einmal wichtig, dass die erhalten bleibt. Und deshalb haben wir da oben auf der Alm die Murnauer Werdenfelser. Und deren Milch wird nebenan verarbeitet. Mit der Schaukäserei möchte man die Besucher nicht nur für das Handwerk, sondern auch für dessen Tradition begeistern. Andreas Krönauer verarbeitet dabei natürliches Kälberlab. Es werden weltweit nur 10-15% der Kälbermägen für die Naturlabherstellung verwendet. Und die restlichen gehen in Tierfutterherstellung oder Biogasanlagen. Und für uns ist es sehr wichtig, dass man den Kreislauf bei der Kalbfleischproduktion, die Labmägen, als wertvolles Nebenprodukt sieht und nicht als Abfallprodukt und gleichzeitig die hohe Qualität beim Käseprodukt erreichen kann. Man möchte nicht nur Käse verkaufen, sondern auch dessen Kultur und Geschichte erzählen. Die Familie Krönauer möchte das Bewusstsein für das Handwerk öffnen. Dabei führt man die Gäste an den Ursprung zurück. An der Basis der Herstellung hat sich über die Jahrhunderte nichts verändert. Also bei der Käseherstellung fallen ca. 90% von der Milch, wird später Molke und 10% ist Käse. Und die Molke ist ein sehr hochwertiges Nebenprodukt bei der Herstellung. Das enthält nur Spurenelemente, Vitamine, Molkenproteine, das ist ein sehr hochwertiges Eiweiß, gerade für Sportler. Und eben sehr wenig Fett, weil das Fett, das Käseeiweiß in den Käse übergegangen sind. Jetzt wird der Käse in die Form gepresst, damit der Rest der Molke abtropfen und der Käse ruhen kann. Sepp Krönauer arbeitet dezentral und unterhält viele kleine Käsereien, deren Leiber am Ende hier in das neu erbaute Reifelager kommen. Hier türmen sich Tausende von echten bayerischen Leckerbissen. Die Bergkäse hier haben ein schönes Reifealter schon erreicht, haben eine schöne Rindenbildung, zeichnet sich ein bisschen Milchschimmel ab. Und der Käse hier, der ist schon weit über 12 Monate gereift. Und
Wir bohren jetzt einfach mal einen an. Und man sieht hier schon, dass der Käse fest ist, aber trotzdem einen elastischen Teig hat. Eine schöne Struktur, einen wundervollen Duft und einen würzigen Geschmack. So soll es sein. Die unterschiedlichsten Sorten, Reifegrade und damit Geschmäcker lagern in dieser Schatzkammer. Um in das Innenleben einzutauchen, wird nicht nur gebohrt, sondern auch mal geklopft. Ja, neben dem Geruch und dem Geschmack ist auch die Lochbildung beim Bergkäse sehr wichtig, dass man schöne Lochbildung hat. Und das überprüft man, indem man den Käse abhört, indem man dem Käse zuhört. Eben um ein dumpfes Geräusch zum Hörer, ob Löcher im Käse vorhanden sind. Und es passt ganz gut. Damit es am Ende immer passt, bekommen die Käseleiber ein echtes Wellnessprogramm. Neben viel Ruhe erhalten sie obendrein die nötige Streicheleinheit von diesem Pflegeroboter. Ja, hier sieht man unseren Käsepflegeroboter, der automatisch sich die Bretter aus den Regalen zieht und jeden Käse einzeln mit Salzwasser einreibt. Selbst bei dieser enormen Menge verliert der Roboter nie die Ruhe und weiß genau, welcher Käse als nächstes massiert werden muss. Eine echte Beauty-Farm, die auch noch schmeckt. Sepp Krönauer hat früh die Zeichen der Zeit erkannt und ist mit seinen Ideen ganz bewusst gegen den Strom geschwommen. Vielfalt statt Einfalt. Weg von der Masse hin zur Klasse. Und mit dieser Philosophie hat er nicht nur Erfolg, sondern über die Jahre bei vielen Sommeliers auch Anerkennung geerntet. Natürlich die Entwicklung gesehen, die Industrie, dass das immer mehr wird. Viele Sennereien und kleine Käseküchen haben geschlossen. Auch die Milchsammelstellen wurden alle zugemacht. Und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, dass das alles nichts mehr wert ist, diese Besonderheit. Und die haben mir gesagt, ich fange da hier auf den wunderschönen Flecker Schenick an und mache mich da selbstständig und mache das alleine am Bauernhof. Inzwischen unterhält er mehrere Käsereien und Almen in unterschiedlichen Regionen, wodurch auch innovative Ideen für neue Käsesorten einfließen. Ist jetzt das neueste Produkt, das wir haben, mit Ingwer. Ingwer-Kurkuma-Käse ist ja sehr gesund, ist ein ganz besonderes Produkt, wo man die feine Ingwernote rausschmeckt. Sepp Krönauer hat seine Passion gefunden und die wird in der nächsten Generation durch seine Kinder weitergelebt und entwickelt. Schön, dass man solche Geschichten noch erzählen kann. Wir verlassen den Ort der Glückseligkeit und fahren ins Allgäu. Genauer gesagt nach Wickensbach, nur wenige Kilometer von Kempten entfernt. Ja, auch in dieser Allgäuer Idylle hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Die Schaukäserei Wickensbach ist nicht nur komplett auf Bio ausgelegt, sondern setzt neben Qualität und Geschmack auch auf soziale und ökologische Kompetenz. Man hat sich der Masse entbunden, um einen neuen Mainstream zu bilden. Und der baut auf Vision und Kreation. Energie und Antrieb kommen hierbei von einem jungen Team rund um den Käsemeister Robert Röhrle, der auch mal selbst in den Kessel springt und kräftig schrubbt. Die wichtigsten Aufgaben von einem Käse, die sind nicht zu käsen, sondern zu putzen. Ich sage mir, wir sind die bessere Hausfrau, der Käser. Für den perfekten und handgemachten Käse läutet der Wecker auch außerordentlich früh. Wir fangen hier um 3:30 an in der Früh. Und ja, das Erste ist halt die Milch laufen lassen, die Kessel füllen, die Kulturen beigeben. Und
Ja, die Hälfte der Arbeit ist eigentlich putzen und sauber machen. Und da gehe ich auch keine Kompromisse ein. Da muss man schon sehr genau arbeiten. Robert Röhrle und seinem Team bleibt kaum eine Verschnaufpause. Ist der eine Kessel blitzblank geputzt, wartet im zweiten Kessel bereits der Countdown zum Käsebruch. Überall dampft und brodelt es. Eine kleine Hexenküche bei gefühlten 50 Grad. Robert aber bleibt ganz cool. So, jetzt haben wir quasi oben die Wanne putzt. Und da unten ist schon die zweite Wanne am Käsen. Da haben wir jetzt das Lab dazugegeben und vorher die Kulturen. Und das ist unser Hardcase, also die Allgäuer Glücksmomente. Und da bin ich ganz stolz drauf, da haben wir jetzt eigene Kulturen und das ist also ein Wahnsinnsaroma, was sich da entwickelt. Und gerade mit der Milch jetzt, das ist eigentlich die beste Milch vom Jahr, die wir jetzt haben. Frisches Gras und der Käse, den gibt es dann an Weihnachten. Der Schneidezeitpunkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Bin ich da zu spät dran, dann schaffe ich es nicht mehr, das Bruchkorn klein genug zu kriegen. Aber es gibt dafür Signale. Und wenn das dann stehen bleibt, die Welle, ohne dass sie bricht, dann fange ich an. Mal wieder hat er den richtigen Zeitpunkt getroffen. Und wieder findet der wertvolle Inhalt seinen Weg in die Formen. In Wickensbach will man zeigen, was man kann. Hier wird das Produkt am offenen Kessel verarbeitet und man kann direkt vom Hofladen aus beobachten, was bald an der Käsetheke liegt. So kreativ die Produkte, so originell ihre Namen. Ja, in diesem beschaulichen Laden wird mit einer feurigen Vroni oder einer beschwipsten Anna an die Theke gelockt. Nein, das sind keine leichten Mädchen, im Gegenteil, hier wird man von kräftigen Käsesorten verführt. So ist das in Wickensbach. Für das Team ist Käse nicht nur ein Produkt, es ist eine Beziehung, an der jeden Tag gearbeitet wird und die mit jedem Tag reift. Wie im speziell erbauten Käsekeller, der durch seine Ziegelbauweise ein eigenes und fast gleichbleibendes Mikroklima entwickelt. Jeden Tag steigt Robert die Stiegen hinab. Ein Moment, den er mit nichts tauschen möchte. Sein Reich, sein Käse, seine Passion. Also wir sind hier ja 6 Meter unter dem Boden und durch das reine Ziegelgewölbe, das nimmt quasi die Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, so wie es der Käse braucht. Also wir lassen den einfach liegen und machen eigentlich gar nichts, bis aufs Schmieren. Und wir haben keine Klimageräte an der Decke, sondern das natürliche Klima, das stellt sich einfach ein durch dieses alte, herkömmliche Gewölbe. Hier lagern hunderte von Versuchungen in den Regalen. Der wohl bestgehütete Ort im Ort. Jeder dieser Schätze erzählt eine kleine Geschichte. So auch dieser kulinarische Diamant. Ein Festtagskäse, dessen Verzehr mit Sinn und Verstand selbst zum Festakt wird. Das ist unser Hornkäse. Der wird aus Milch gemacht mit rein horntragenden Kühen. Bei uns dürfen die Kühe ihre Hörner noch behalten. Wir zahlen auch einen Zuschlag, also die kriegen mehr Geld für die Milch, was sie auch brauchen, weil es ist, Tierwohl heißt halt auch immer mehr Kosten, größere Ställe. Wir sind wieder am Produzieren mit der guten Sommermilch jetzt und ich hoffe, dass wir auf Herbst oder Weihnachten können wir den Käse dann wieder auf den Markt bringen. Bis dahin bekommt er wie in jeder guten Beziehung viel Liebe und das ehrliche Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Nämlich ein echter Wickensbacher. Glückliche Kühe sind die Basis für einen Käse, der glücklich macht. Hinter diesem Postkartenmotiv steht der Kopf und Initiator der Schaukäserei Wickensbach. Der Landwirt Franz Berchtold. Für ihn ist der Schlüssel zu Glück und Geschmack ganz klar die Heumilch. Heumilch, ja,
entschleunigt ein Stück weit. Wir sind wesentlich mehr angewiesen aufs Wetter, auf längere Wetterperioden. Wir mähen in kleineren Chargen nur so, dass wir das Heu auch getrocknen können, einbringen können. Das Engagement für die Natur, die Lebensweise seiner Tiere und das hochwertige Futter sind für ihn eine Herzensangelegenheit, die sich in Motivation bündelt. Bio-Heumilch ist natürlich auch für die Kühe natürlich ein Stück weit einfach ja, andere Ernährung, eine ursprüngliche Ernährung, so wie es die Kühe seit Jahrtausenden gewohnt sind. Im Sommer einfach Gras und im Winter ja, das Gras in getrockneter Form, sprich in Heu. Aber es sind einfach wie hier Rotklee, ein Spitzwegerich, auch die Gräser, also einfach eine größere Artenvielfalt. Im Gegensatz zur konventionellen Tierhaltung fressen die Kühe hier im wahrsten Sinne die Kraft der Natur, deren Nährstoffe und Vielfalt. Das schlägt sich natürlich ganz klar auf die Milch nieder, der Geschmack der Milch und natürlich die Qualität des Käses. Franz Berchtold und die Wickensbacher Käserei sind beispielhaft, wie man mit Mut, Vision, Idealen und Ideen zur Sehenswürdigkeit in der Welt des Käses wird. Die Gourmet-Tour macht jetzt in Franken Station. In Amberg produziert man unterschiedlichste Käsesorten, wie zum Beispiel den Frischkäse. Nach der Milchanlieferung macht sich Laborleiter Fabian Sommer im Maschinenraum bereits startklar. Hier befinden wir uns in der Frischkäserei. Genauer gesagt in der kernigen Frischkäserei. Im Gegensatz zur Mozzarella-Produktion wird hier ausschließlich Magermilch verwendet. Das bedeutet, die Milch hat einen Fettgehalt von nahezu null. Nachdem die Milch vom Maschinenraum bearbeitet wurde, läuft sie hier in den Käsefertiger ein. Aus hygienischen und damit gesundheitlichen Gründen erfolgt die Käseproduktion heute fast ausschließlich in geschlossenen Systemen. Hier haben wir die sogenannte Kultur. Kultur bezeichnet gewisse Bakterien, ohne die es nicht möglich wäre, dass wir aus unserer Milch Käse herstellen. Diese Kultur wird jetzt in den Milcheinlauf vorsichtig dazugegeben. Doch bevor der leckere Frischkäse die Brotscheiben krönt, werden die Rohstoffe labortechnisch untersucht. Kontrolle steht hier an erster Stelle. Hier habe ich ein paar Milchproben für dich, Dani. Es ist das oberste Gebot für unsere Verbraucher, dass sie nur sichere Lebensmittel bekommen. Daher ist es unabdingbar, dass wir unsere Produkte bakteriologisch untersuchen, dass wir nur Keime drin haben wollen, die wir auch für die Käseherstellung brauchen und dass wir natürlich die krankheitserregenden Keime nicht drin haben. Das Labor prüft hierbei in mehreren Verfahren, um jegliche Keimbildung in den Produkten auszuschließen. Dabei kommt auch ein Brutschrank zum Einsatz. Nachdem die Platten gegossen und fest geworden sind, werden sie jetzt in einen sogenannten Brutschrank gestellt. Jeder Keim mag es bei einer ganz speziellen Temperatur und wird für 24 bis 72 Grad bebrütet. Nach diesen 24 bis 72 Stunden werden die Platten wieder aus den Brutschränken rausgeholt und werden nun ausgewertet. Für unsere Produktion für die Käserei sind bestimmte Keime notwendig, denn ohne Keime können wir keinen Käse herstellen. Jetzt geht es weiter und wir werden erfahren, dass es bei der Herstellung eines Frischkäses auch eine Hochzeit gibt. Hier befinden wir uns im Tankraum. Hier wird die zweite Komponente für unseren kernigen Frischkäse hergestellt. Dieser besteht aus unserem Bruchkorn und aus unserem Dressing. Dieses wird nachher, das sehen wir gleich, im Mischer miteinander verheiratet. Und die Hochzeit kann sich nicht nur sehen, sondern bald auch schmecken lassen. Dem glücklichen Paar wird noch etwas Ruhe gegeben, bis es dann im trauten Heim verpackt wird und darauf wartet, ausgelöffelt zu werden. Denn durch den niedrigen Fettgehalt und dennoch Geschmacksintensität wird der Frischkäse nicht nur in Bayern immer beliebter. Davon lässt sich auch der Laborleiter gemeinsam mit seiner Kollegin überzeugen. Der Geschmack sollte milchig und frisch sein, etwas nach Rahm schmecken und das Korn sollte bissfest sein. Obwohl alles vollautomatisch verläuft, hat sich hier am Grundprinzip der Käseherstellung über die letzten Jahrhunderte kaum etwas verändert. Der Maschinenraum ist das Herz einer Molkerei.
Bevor die Milch zu Käse weiter veredelt werden kann, muss sie durch verschiedene Prozessschritte durchlaufen. Und unter anderem erfährt sie hier eine Wärmebehandlung und wird in ihre Bestandteile Rahm- und Magermilch zerlegt, um danach für die Produktion wieder zum Käse verarbeitet werden zu können. Fabian Sommer ist inzwischen auf dem Weg zu einer anderen Käseproduktion, dem italienischen Klassiker, Mozzarella. Auch hier sind mehrere Prozessstufen notwendig. Nachdem die Magermilch und der Rahm aus der Rohmilch getrennt wurde, ist es wichtig, dass der Rahm weiter für die Verarbeitung zum Käse vorbereitet wird. Wie vor 1000 Jahren ist das Lab ein wichtiger Schlüssel, die Tür zum perfekten Käse zu öffnen. So auch bei Mozzarella. Hier haben wir das sogenannte Lab. Das Lab ist ein Enzym, das die Milch dick legt. Diese Menge Lab reicht aus, um 12.500 Liter Milch dick zu legen. Wir benutzen mikrobielles Lab zum Tierwohl. Zwar übernehmen Computer die Abläufe, dennoch werfen die Mitarbeiter gerade bei diesem Abschnitt zur Kontrolle einen Blick in die Edelstahltanks. Nachdem die Kesselmilch dickgelegt wurde, wird sie zur sogenannten Galerte geformt. Die Galerte wird jetzt geschnitten, damit sie zum Bruchkorn verarbeitet werden kann. Langsam kommt man der Konsistenz eines Käses näher. Nachdem das Bruchkorn von der Molke getrennt wurde, kommt es zum sogenannten Filieren. Das Bruchkorn wird unter heißes Wasser und Salzzugabe zu einem sogenannten Käseteig geformt. Durch das Kneten des Teiges ist es jetzt möglich, den Mozzarella in seine grundgebende Form der Kugel zu geben. Hier sieht man das Endprodukt. In dem Moment, wo die Kugel geformt wird, ist sie noch heiß. Der Teig ist noch ganz elastisch und lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Teig noch kneten und formen. Dadurch ist es möglich, dass die Mozzarella-Kugel, wie wir sie kennen, in ihre Form gepresst wird. Und so sieht er dann aus, der Klassiker aus Italien. Zum Reinbeißen gut und eine der beliebtesten Käsesorten im Winter wie im Sommer. Im Anschluss wird die schmackhafte Kugel in den typischen Beutel verschweißt, verpackt und in die Kühlregale verschickt. Womit bewiesen ist, dass man auch in Bayern herzhafte italienische Momente am Gaumen erzeugen kann. Mamma mia! Ja, und beim Italiener steht der typische Tomatensalat mit Mozzarella ganz oben auf der Karte. Je nach Saison kann man den Teller neben Basilikum auch mit grünen Spargelspitzen krönen, etwas Olivenöl und einen Schuss Balsamico-Essig. Fertig ist ein wunderbarer Vorspeisenteller oder ein leichtes Mittagessen im Sommer. Wir bleiben in Franken und unsere letzte Station ist ganz oben in Bayern, in Oberfranken. Unweit der Stadt Coburg hat sich eine der renommiertesten Käsereien im Freistaat etabliert. Die Milchwerke Oberfranken sind stolz auf ihre Tradition, aber auch Innovation. Das zeigt sich insbesondere am Grillkäse, der in den Sommermonaten immer häufiger auf dem Rost eine Alternative zum Fleisch bildet. Wie bei allen Käsesorten erfolgt bei der Anlieferung der Rohmilch ein erster Labortest. Erst dann darf die Milch abgepumpt werden. Zum richtigen Zeitpunkt betritt auch Käsereichef Ludwig Weiß die Schaltzentrale. Hier werden alle Abläufe gesteuert, so auch die Herstellung des Grillkäses. So, wir sind hier im Herzstück unserer Molkerei, die Schaltzentrale, der Maschinenraum. Die Rohmilch wird angeliefert. Sie tanken ihre Milch ab in einen der vier Rohmilchsilos. Jeder Tank fast 200.000 Liter Milch. Hier wird dann schon die Milch getrennt in Biomilch und konventionelle Milch. Anschließend geht die Milch über einen Milchseparator. Da wird die Milch gereinigt und der Fettgehalt eingestellt oder die Milch wird getrennt in Magermilch und Rahm. Basis des Grillkäses ist ein klassischer Gouda. Entsprechend ist auch das Verfahren. Die Milch wird zunächst erhitzt. Im Anschluss werden Milchsäurebakterien und Lab hinzugefügt, wodurch sich die Milch verdickt und mit einem Messer geschnitten wird. Der hieraus entstehende Bruch wird von der Molke getrennt und gepresst. Es entsteht ein großer Teppich, der über diese Walze gerollt wird. Ja, der Käsebruch, der vom Käsefertiger gekommen ist, wird oben aufs Drainageband gepumpt mit einer speziellen Pumpe. Die Bruchkörner
wachsen zusammen, die Molke fließt weg und dann wird diese Teppich geschnitzelt, in laute, schmale Streifen geschnitten. Dann sieht man den Käsebruch, der zusammengewachsen ist. Das schaut dann aus wie bei einem Hähnchen. Es soll aber Käse werden, genauer gesagt Gouda, der es sich dann als Grillkäse auf dem Rost gemütlich macht. Doch davor liegt noch viel, sehr viel Zeit. Die Käseschnitzel werden in diesen Türmen gepresst. Das heißt, die restliche Molke tropft ab. Innen drin ist ein rechteckiges oder sind rechteckige Säulen mit Luftblech. Hier kann die restliche Molke abtropfen und der Käsebruch verbindet sich zu einem Käseblock. Im Minutentakt schlüpft ein neuer Käseblock aus dem Turm und wird je nach Käsesorte in wechselnde Farbbeutel verpackt. Hieran erkennt man dann auch leichter die unterschiedlichen Sorten. Warum, sieht man hier. Der Käse reift hier bei 6 Grad. Und für unseren Grillkäse nehmen wir einen Gouda. Normalerweise reift ein Gouda zum Beispiel 5 Wochen, bevor er dann weiterverwendet wird. Aber für unseren Grillkäse brauchen wir einen ganz speziellen Gouda, der länger gereift ist. So, der Gouda in den gelben Verpackungen hatte lange Zeit zu reifen und kommt in einen riesigen Wolf. Jeder dieser Würfel wiegt mehrere Kilo. Anspruchsvolle Arbeit also, aber wichtiger Bestandteil im Prozess. Der Käsemasse wird noch Milchpulver beigemischt, um eine bessere Konsistenz beim Endprodukt zu erzielen. Die ganze Mischung wird jetzt durchgewolft und dadurch bekommen wir auch eine sehr gute Vermischung von diesem Produkt. Nein, hier wird keine Pasta produziert. Wir sind immer noch auf dem Weg zum leckeren Grillkäse. Damit sich der Käse leichter formen und portionieren lässt, wird er mehrfach bearbeitet und am Ende zu einer langen Wurst gepresst. Kaum zu glauben, wie viel Aufwand hinter einer Scheibe Grillkäse steckt. Vor der Verpackung steht diese Dame. Sie checkt die Qualität und darf als erste von allen die Pfanne und den Grill anwerfen. Die Proben werden labortechnisch untersucht, aber auch verkostet und nach Geruch und Konsistenz beurteilt. Gibt sie grünes Licht, geht's in die letzte Runde. Die erfolgt in einer anderen Halle. Da wird der Käse aus der Folienhülle endlich befreit und an dieser Maschine geschnitten sowie portioniert. Langsam nimmt der Käse seine Form an. Die Frau hier sortiert es. Bringt jetzt in Formation immer 4 Stück und anschließend wird der Käse mariniert. Also das heißt, das ist ein Ölbad mit Sonnenblumenöl und Kräutern. Und das ist sozusagen der Geschmack auf dem Käse. Im Duett verpackt geht die Reise anschließend ins Kühllager, wo der Käse auf seine Auslieferung in die Supermärkte wartet. Hier ist er einer von vielen Sorten, denn die Oberfranken sind nicht nur fleißig, sondern auch sehr kreativ. Hier im Restaurant Dornröschen in Lichtenfels wartet der Chefkoch und Grillmeister bereits auf die leckeren Happen und wird sie in 2 unterschiedlichen Varianten zubereiten. Das Fleisch darf nicht verbrennen, der Käse nicht zerfließen, alte Grillweisheit. Dank seiner Konsistenz hält der Grillkäse aber zusammen. Wie man den Käse schließlich kombiniert und anrichtet, bleibt jedem selbst überlassen. Ideal sind natürlich ein frischer Salat oder herzhafte Dips, die man auch zum Fleisch verwenden kann. Der Grillkäse. Der Burner auf jeder Grillparty. Es ist nicht nur das Handwerk, das Wissen und die Erfahrung, die Käse aus Bayern so besonders macht. Es ist das Herz der Bauern, die Leidenschaft der Käser und die Liebe der Menschen zu einem echten Naturprodukt. Die Symphonie aus allem nennt man Kultur. Gelebte Käsekultur. Wir sollten sie pflegen
und bewahren.